Hallöchen zusammen. Ich habe mein nächstes Mini fertig. Bis auf den Titel. Ich habe mir Framelits gekauft mit Buchstaben. Und die sind verschwunden. Einfach weg. Ich habe hier schon alles dreimal mindestens auf den Kopf gestellt. Und ich finde sie einfach nicht. Kennt ihr das? Ich bin kurz vorm Durchdrehen. Na gut, also Titel kommt später. Zeige ich es euch erstmal so. So. Hier oben, das ist die 1 cm Bindung vom Tienchen. Ich denke mal, den Kanal verlinke ich euch oben rechts oder unten in der Infobox. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege. Kann man das von da sehen? Von hier sieht man es besser. 1 cm Bindung. Ja, von vorne. Hier schön samtig von meinem Bruder. Und der Rücken wieder zusammengestückelt, weil das Papier nicht gereicht hat. Wie immer. So. Verschluss diesmal mit einem Gummiband und einem Knopf. Kann man hier so runterziehen. So, na dann wollen wir mal reinschauen ins Album. So, hier vorne geht's los. Hier ist ein Tag. Ein Briefumschlag mit Magnet, wo man noch was reinpacken kann. Die erste Seite lässt sich noch, ich muss hier mal ein bisschen rücken, nach rechts aufmachen. Da habe ich noch Text drin, die habe ich hinten alle so bestempelt, so ein bisschen. So, alles, was ich so gefunden habe. Hier noch rein. Ein Schmetterling. So. Dann kann man es hier noch einen Tag rausziehen. Zack. So. Vorne ist noch. Das ist vom Action von diesen Kartensets, wo man Karten basteln kann. Da habe ich das genommen. Das fand ich ganz hübsch. Ich glaube, ich habe irgendwo noch hier der Schlüssel war auch noch davon. Also der kleine Schlüssel, der ist vom Blumentopf abgefallen. Den habe ich nochmal benutzt. So, weiter geht's. Die Rückseite, da kann man hier noch was reinstecken. Da habe ich mal keine Tags drin. So, hätte ich auch noch machen können. Hier kann man das so aufmachen mit einem Verschluss. Und nach oben aufklappen. Da ist auch wieder ein Tag drin. Bestempelt. Kann man hier zumachen. Auch wieder so eine Fotomatte. Und hier ist schon, hier ist mein Trick. Mein Basteltipp Nummer 2. Habe ich hier angewendet. So, weiter geht's. Hier habe ich schon mein neues Punchboard ausprobiert. Hier habe ich so diese Taschen gemacht. Diese Akten. Sieht aus wie so eine Akteneinstecktaschen. Fand ich ganz toll. Habe ich hinten nicht festgeklebt. Ich hatte hier schon so eine Ecke reingeklebt. Aber die hat mir dann nicht mehr so gut gefallen. Also habe ich das noch drüber gemacht. Deswegen kann man jetzt hier hinten was reinstecken. Hier was reinstecken. Und hier was reinstecken. Telefon ist übrig geblieben von dem Triptychon, auch von Action. Was ich gebastelt habe. Die hier oben kann man so bewegen. Kann man was raufschreiben. So, nächste Seite. Könnt ihr mich überhaupt sehen? So. Wieder aufklappen. Only for you ist auch von diesem Kartenset von Action. Hier ist wieder ein Tag drin. Ein bisschen umgeklappt, dass es ein bisschen all shabby aussieht. Wieder eine Fotomatte. Wieso heißt es eigentlich Fotomatte? Fotomate. Deswegen haben wir Fotomatte draus gemacht. Oder Tag. Weil ein Tag sind ja die kleinen Dinger, oder? Aber naja, ihr wisst schon, was ich meine. So, nächste Seite. Hier habe ich so, das sind nur Platzhalter. Da kann man Fotos reinschieben. Da habe ich hier nur ein bisschen, als damit man weiß, dass da was reinpasst. So, hier wieder ein Briefumschlag mit Magnet. Hinten wieder ein Tag. Mal so rumlassen, oder?
Hier diesmal mit einem Häuschen zum Aufmachen. Kann man nach oben aufmachen. So. Wieder schließen. Hier ist diesmal die Fotomatte oben dran. So. Also das nächste Mal, ich habe immer zwei Papiere genommen und die zusammen gemacht. Aber das zeige ich euch im Anschluss. Da habe ich noch mal ein paar Sachen gefilmt, wie ich dieses Album gebastelt habe. Also dann wisst ihr, was ich meine. Also ich würde nie wieder zwei machen mit der 1 cm Bindung. Aber nachher ist man immer schlauer. So, hier kann man wieder bewegen. Die kann man aufklappen. Für ein paar Fotos. Auch was von Action. Meine selbstgemachten Bottle Caps. Hier ist wieder so ein Verschluss. Geht diesmal nach unten auf. Ganz unspektakulär. Aber man kriegt eben noch ein paar Bilder unter. Wieder eine Fotomatte. Okay, gut. Und hinten sind nochmal einfach so Tags wieder bestempelt. Die kann man hier so runterschieben. Und hier hinten nochmal mit meinem neuen Spielzeug wieder so eine Einstecktaschen gemacht. Bisschen bestempelt. Wieder ein Schmetterling. Ja, so. Und wieder zu. Ja, wenn dann der Titel irgendwann fertig ist, vielleicht mache ich dann nochmal ein Foto und hänge es hinten an, wenn ich meine Framelits finde. Ich bin echt kurz vorm Durchdrehen. Okay, das war's von mir erstmal hier. Im Anschluss kommt jetzt noch, wie dieses Album entstanden ist. Also, guckt es euch noch zu Ende an. Bis dann, eure Grobi. Tschüss. Hallöchen, ihr Lieben. Ich bin's wieder, eure Grobi. Ich bin gerade mittendrin im Nini-Album basteln. Ich will heute mal die Bindung vom Tienchen ausprobieren, die 1 cm Bindung. Den Kanal von ihr oder das Video verlinke ich euch unten in der Infobox. Ich wollte euch mal zeigen, so, ich habe mir jetzt hier einfach aus diesem Block, hier aus dem Block, ich weiß gar nicht von wo der ist, ob von Teddy oder ich glaube der ist von der Messe. Da habe ich mir hier einfach die Seiten rausgenommen und habe mir überlegt, ich mache den so schräg, so. Aber da die auf der Rückseite nicht bunt sind, habe ich mir gedacht, mache ich immer zwei zusammen. Dann habe ich auch gleich eine Tasche. Und dann kann ich hier noch so eine Klappe mit anbringen. Diesmal alles ganz durchdacht hier. Und wie ihr seht, bastel ich nicht mit Cardstock. Ich habe noch nicht den richtigen gefunden. Ihr könnt mir mal in die Infobox schreiben. Ich habe hier... Aber der ist so dünn, damit kann man überhaupt nichts machen. Da habe ich unter Tonkarton geguckt, aber... Ja, schreibt mir doch mal in die Infobox, wo ihr euren Cardstock kauft. So, also das soll die erste Seite werden. Die wird dann ringsherum zusammen gemacht. Hier kommt die 1 cm Bindung. Hier ist noch eine Tasche, wo man was rausziehen kann. Und eine Klappe zum Aufmachen. So, wo hier auch noch ein Täschchen ist. Und hier nochmal eine zum nach oben aufklappen. So, jetzt will ich mir noch ein bisschen was für die Rückseiten ausdenken oder einfallen lassen. Ich zeige es euch dann, wenn es soweit ist. So, noch ein bisschen wackelig. Und weil ich keinen Cardstock oder Graupappe nehme, sondern hier ganz normale Pappe von den Amazon-Päckchen oder so, werde ich die Seiten noch mit diesem braunen Paketklebeband umwickeln. So, ich klebe das einfach hier so halb drauf. Schneide es hier ab. Schneide es hier ein. Und hier auch. So.
So. So, jetzt habe ich mal hier versucht, außen das Krawatt zusammenzubauen. Da stelle ich mich immer ein bisschen grob an, deswegen grobi. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Ich nehme doppelseitiges Klebeband und alles Kleber. Naja, mal gucken. Und dann habe ich von meinem Bruder so tolle Samtfolie gekriegt. Weil ich die aufgeklebt habe, ist die hier beim Aufmachen, geht es immer wieder ab. Also habe ich jetzt in Tonkarton reingeklebt, dass es da gar nicht auf dem Rücken klebt. Das so schön umgeschlagen. Hier in so einem schönen Rot. Weil mein Bruder hat so eine Firma, der macht so Beschriftung fürs Auto und Wandtattoos und alles sowas. Ich kann euch ja mal seinen Shop verlinken. Und da kriegt er immer Proben, weil für die Autos und so, und was er nicht gebrauchen kann, habe ich gekriegt zum Geburtstag. Ich kann euch ja noch ein paar Sachen zeigen. Hier, den ganzen Stapel habe ich gekriegt zum Geburtstag. Was er so für Folien da hat. Da sind schon ein paar schöne bei. Und die sind alle selbstklebend. Das sieht fast ein bisschen aus wie Leder, wa? Ja. Oh, das Lila ist ja auch toll. Habe ich euch gar nicht gezeigt, wa? Zu meinem Geburtstag. Ihr seht, weil die schönen Sachen zeige ich euch immer nicht. Ja, nee, und deswegen, da habe ich dieses schöne Samt hier. So. Naja, dann hoffen wir mal, dass das bald hält, dass ich dann werde ich mal mit den Seiten weitermachen. Also, so, ich habe jetzt auf die Oberseite und die Unterseite Klebeband drauf gemacht. So, aber da ich es ja noch ein bisschen schieben will, mache ich da drüber noch ein bisschen Kleber. Hinten kommt auch Kleber und hier unten auch noch mal. So, jetzt noch mal gucken. Vorder-Rückseite, jawohl, zusammenpacken. Und jetzt haben wir nämlich durch den Kleber noch ein bisschen die Chance, das zu schieben. Sieht gut aus. Von der Seite auch. So, und an der Stelle möchte ich ganz, ganz herzlich jemanden grüßen. Und zwar Thorsten, meinen Tex, meinen Teamexperten. Der hat immer ein offenes Ohr und immer, wenn man Fragen hat, ist er einer, der nicht gleich wegrennt oder beschäftigt ist, sondern der wirklich immer gleich hilft. Vielen lieben Dank dafür, Thorsten. So. Das lasse ich jetzt noch ein bisschen antrocknen. Dann werden die Ecken noch distressed. Und dann biege ich mir erst die Falze nochmal nach. Aber davor muss es erstmal trocknen. Ich mache mal die nächsten weiter. Bis gleich. Mal gemacht. Und dann kann man den nämlich hier reinmachen. Bisschen Tesafilm drum, damit man die Text nachher reinstecken kann. Wie bei diesen Klammern hier. So, jetzt muss ich nur aufpassen. So, jetzt falze ich mir die hier, mache Kleber ran vorne, hinten und hier und klebe die zusammen. Die habe ich schon zusammengeklebt und gefalzt. Ja, das mache ich jetzt erstmal mit den ganzen Seiten zusammenkleben. Ja. Zusammenkleben, gucken, wo noch Brads ran sollen oder so. Vorne umklappen, Rückseite.
Sieht es bei euch auch immer so aus, wenn ihr am Basteln seid? Ist ja furchtbar, der Schreibtisch wird irgendwie immer kleiner. Okay. Gut. So kleine Zwischenmeldungen. Wie gesagt, jetzt werden die Seiten zusammengeklebt, damit Taschen entstehen. Hallöchen, ihr Lieben, es geht schon wieder weiter. Also, ich bin jetzt dabei, die Einstecktaschen, also diese Text zu machen für die Taschen, die ich hier gebaut habe. Jetzt habe ich hier schon mal Probe reingesteckt und meine erste Probe gemacht. Ich hatte erst so eine Lasche dran, aber es hat mir nicht gefallen. So, die gehen da richtig rein. So, dann habe ich jetzt schon mal die Größe. Auf die Rückseite soll noch ein Papier, das nicht ganz so nackig ist. Ich werde es ringsrum noch distressen. Und zum Rausziehen kommen dann hier diese Rosenschnippelchen mit dran. Ja. Ich distress das mal schnell, klebe das auf, damit ihr so eine Vorstellung habt, wie es aussehen soll oder was ich meine. So, um jetzt diesen Dings da ranzukriegen, schmiere ich den jetzt einfach mit Kleber ein. Na, so, mit Kleber. Dann stecke ich mir den hier rein, so wie er mir gefällt. So finde ich es ganz gut. Ein bisschen drücken und dann vorsichtig das ganze Ding wieder rausziehen. So, das Stress habe ich außen auch. Aufgeklebt ist es. Und jetzt kommt auf die andere Seite der andere Schnippel. Dass wir die genau übereinander kriegen. Hier oben. So, sieht gut aus. Jawohl, einmal andrücken. Fertig ist unser Tag. Und davon mache ich jetzt noch vier weitere.